Guckt euch die schmierigen Heatran an, wie sie versuchen, dem Genesect hier eine Paroli zu bieten. Im Endeffekt funktioniert es auch noch. Aber was das Wichtigste ist, wir müssen ja gleich noch das Wurf-Tutorial machen für Vinesa. Jetzt ist es nämlich Toad, die seit dem Streambeginn versucht hat, ihre 5 großartigen Würfe hintereinander zu machen und hat es nicht hinbekommen. Ja. Jetzt gucken wir uns das an und dann zeigen wir euch, wie das funktioniert. Was man immer meint mit Kreis einstellen und dann in den Angriff werfen, sodass er nach dem Angriff aufkommt, sodass der eigentlich nichts machen kann. Und Till, diese Form gibt es nicht als Shiny, nochmal zur Anmerkung, aber das erste normale Genesect gab es als Shiny und da habe ich, glaube ich, 2 Shinies vielleicht? Keine Ahnung. Eigentlich ist gerade egal, ob ich eine Beere nehme oder nicht. Mir geht es ja jetzt um die Würfe. So, ihr tippt also euren Ball an. Ihr könnt ihn theoretisch so in die Mitte von dem Boss halten, dass ihr ungefähr seht, wie groß der ist. Wenn man es jetzt loslassen würde, wenn der Kreis so ist, ist das bestimmt einfach fabelhaft von der Größe. Aber wir brauchen ja nur großartig. Das heißt, das dürfte eigentlich schon großartig sein. So ein Riesenbottich. Dann kann er rumspringen und hüpfen, wie er möchte. Ihr wartet auf den Angriff und wenn er angegriffen hat, curvt ihr einfach den Ball zu ihm. Es hat großartig getroffen. Nein! Und jetzt bleibt er auch noch drin beim ersten Mal. So, das muss man nur 5-mal hintereinander machen. Und dann hat man das.